Eigentlich gibt es nur zwei Situationen, denen man an einer schweren Unfallstelle begegnet. Entweder rasen Autos und Lkw in einem so hohen Tempo an der Unfallstelle vorbei, dass man fast schon Angst bekommt, oder sie schleichen. Und dann, wenn sie schleichen, dann sind sie wieder da. Die gezückten Handys, die Fotos und Videos anfertigen. Gaffer sind ein zunehmendes Problem und wir erklären heute nicht nur, warum sie sich häufig strafbar machen, sondern warum sie häufig auch vieles noch schlimmer machen. Guter Journalismus, das ist es, was wir in Zeiten von Fake News mehr denn je brauchen. Journalisten berichten objektiv, sie ordnen ein und sie berichten auch über Brände und über Unfälle. Über das Warum könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Die Kurzfassung: bei großen Feuern und auch schweren Unfällen besteht in der Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse. Mit sachlichen Informationen berichten Journalisten und bedienen dieses Interesse. Deshalb ist die Pressefreiheit auch durch das Grundgesetz geschützt und deshalb haben Journalisten auch einen Rechtsanspruch auf Auskunft. Ein Grund unter anderem, warum es die Kreispressegruppe der Kreisfeuerwehr gibt. Gaffer sind aber keine Journalisten. Gaffer filmen Unfallsituationen und verletzen dabei nicht nur jegliche journalistische Sorgfaltspflicht, sondern auch die Persönlichkeitsrechte von Menschen. Und die gelten in Deutschland übrigens über den Tod hinaus. Fotos und Videos von Unfallopfern und Unfällen, möglicherweise noch während laufender Rettungsarbeiten ins Internet zu stellen oder in WhatsApp-Gruppen zu verteilen, ist kein Kavaliersdelikt. Es kommt immer wieder vor, dass Angehörige vom Ableben eines geliebten Menschen durch soziale Medien erfahren. Und das ist eine der schlimmsten Vorstellungen, die man irgendwie nur haben kann. Gaffer behindern zudem immer wieder Rettungskräfte. Sie stehen im Weg, sie sorgen für Stau auf der Autobahn und sie machen die gesamte Situation, beispielsweise für einen Menschen, der im Auto eingeklemmt ist, immer noch schlimmer. Übrigens, auch wenn keine Fotos oder Videos gemacht werden, kann die Polizei eine Ordnungsstrafe gegen Schaulustige verhängen. Bis zu 5.000 Euro kann die hoch sein. Werden Fotos veröffentlicht, drohen sogar bis zu 2 Jahre Haft. Deshalb unsere Bitte: macht das Leid nicht noch schlimmer und behindert Einsatzkräfte nicht. Das hilft nicht nur uns, sondern auch jedem, der vielleicht selber irgendwann mal in einen Unfall verwickelt ist.